Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You trying to survive. Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und somit wieder herzlich willkommen zu Emily is Away. Wir machen natürlich hier wieder weiter mit Emily is Away. Ich muss nur ganz kurz was einstellen, weil ich hier irgendwas bei meinem Mic mit der Audio verkackt habe. So, jetzt sollte es eigentlich passen. Genau, Leute, wir machen weiter mit Chapter 4 2005. Wir labern nicht lange, sondern starten direkt rein. Junior Year College. Okay, jetzt können wir hier wieder ein neues Bild wählen. Absolut kein Plan, was das ist. Sword. Das gibt mir so ein bisschen GTA-Vibes, MC, Sin City, okay. Also es kann gut sein, dass wir nur noch ein Haar. Ich lasse einfach mal das Sin City-Ding, das sieht cool aus. So, Mama, hey, hier, ein auf die, ne? Lenz. I know it's been a while since we last talked. It's been a while. So, ich kann mir gut vorstellen, dass es nur noch ein Kapitel gibt. I don't know. I've just been going through a lot. Literally. Monarchy. Boah, Digga, meine Nase, ne? Hat mich schon wieder mies ab, ja. Everything is okay. So, listen, I was hoping we could talk about things. So, Yle. Choose to talk with Emily. I just feel like things are weird between us. Have you felt like that? I'm weird too. I don't know. I haven't noticed everything. Mann, einfach mal. Wir gehen auf diese Linie mal mit. Wir gehen mal auf diese Linie mit, ja. I think it's because of last year. Also, okay. So gesehen, sie fühlt sich jetzt gerade so ein bisschen weird. Wait. Hook up. Also, ich schätze mal, das hier heißt sowas. Did you plan that we hook up? Also, ich kann mir gut vorstellen. Ich hau's trotzdem mal ganz kurz in Google Übersetzer, solange wie ich das da reinschreibe, könnte ich mir mal selber ausdenken, was das heißt. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es das sowas heißt wie: Hast du darüber hast du geplant, dass wir zusammenkommen? Kann ich mir darunter vorstellen. Macht das Sinn? Ja, irgendwie schon, ne? Ja, keine Ahnung, irgendwie sowas, ne? Hast du geplant, dass wir uns verabreden? Ach so. Ja gut. Knapp daneben ist auf, aber. Ich muss ganz kurz gucken. Weil ich weiß, ich habe gerade die Übersetzung von Hornes nicht im Kopf. Okay, ehrlich sein, okay. Things have been weird since I came to visit. Also, Sachen wurden weird, seitdem ich zu Besuch da war. I thought that was possible. How we were. Ich mach mal zwei, also hoffentlich schuld der zuletzt. okay, jetzt kommen die mit Retrospektive, Bruder. Deine Fresse, bitte. In Retrospect, it all just seems to plan out. Bruder, was willst du? I mean, we spend the whole time hanging out on your own. Also, wir haben halt die ganze Zeit in
deinem Wohnheim gechillt, sondern now we hung out with your friends and drunk. Did we want us to get really drunk? Bruder, ich war so. Did you want us to get really drunk? Ich war mal auf 1, also of course not. Wir machen mal wirklich 3. Also, then I start to do something wrong. Das ist sogar. Actually. Es wäre halt actually so eine Frage, die ich ja halt wirklich stellen würde, ne? no, you didn't. Nein, hast du nicht. Just a lot happened really quickly. Also, es ist einfach nur recht viel schnell passiert. It's just made me feel different. Also, die fühlt sich einfach anders. Also, differently halt, ja, keine Ahnung, sie ist sich nicht sicher, wie sie fühlen soll über diese ganze Sache. Deswegen, ich bin jetzt überlegen, in a bad way, also, in a bad way, different than what? Komm, wir machen mal, beziehungsweise wir machen mal 3. Irgendwie ist das Game gerade geringfügig interessant geworden seit dem letzten Kapitel, ne? Die ersten 2 Kapitel waren so gefühlt an Form Einschlafen und die und das und da, beziehungsweise das letzte Kapitel, was wir jetzt hatten, das Chapter 3 und das Kapitel machen bisher wirklich Spaß, so. Die sind bisher sogar echt gut. It's okay. I just wish things had played out differently. Will we ever be the same? Are we still friends? Also bleiben wir Freunde hier, yeah, this I think so. Bro. Sorry, things are just really weird for me right now. Ja gut, kann man aber irgendwie verstehen. But thank you for talking to me about it. Ja. Einfach diese, ne? So, how's school and everything go? So, it's alright. It's flying by. Scheiße, habe ich jetzt gut genommen? Fuck. Oder ich. Dings machen. How's your friend Mike? More serious about school and stuff lately. Also, er ist halt jetzt so ein bisschen mehr serious. Er geht halt mehr so jetzt in die Schule und sowas und. Ja, keine Ahnung. Also ja, es nervt, wenn Menschen sich ändern. So, what about your other friend Emma? Was ist mit deiner anderen Freundin, sag ich jetzt mal, Emma? Haven't seen her in a while, also lange nicht gesehen. Maybe. Machen wir maybe. Beziehungsweise machen wir 3. Ich habe das Gefühl, das Chapter ist gleich schon zu Ende, oder? Ja, Talking Rain.
right now. It's just kind of hard. Also es ist hart. Es ist gerade schwer für sie darüber so zu reden. Also I've got to do some anyway. I have was? I've got to go soon anyways. We'll talk later again. Hat das Gefühl, das Chapter ist jetzt schon wieder zu Ende, ne? Ja, wow, das Chapter ist schon wieder zu Ende. Wow. Aber, Leute, damit haben wir es geschafft. Wir haben das Game Emily's Away durchgespielt. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass das Game ein bisschen länger geht. Bin ich ehrlich? Ich hätte echt gedacht, das Game ist ein bisschen länger oder so. Aber tatsächlich, es hat Bock gemacht, dieses Game zu zocken. Und ja, ich hoffe, dass wir uns eventuell dann sogar beim zweiten Teil bald wiedersehen. Ich gucke, dass ich den schnellstmöglich kriege. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, was auch immer ich dann hochlade. Und ich würde sagen, ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüssi. His heart is cold, his lungs are blown, the strain is mastermind.